Kann ich ihn vielleicht anmalen, wenn er schläft? Ich könnte ihm ja einen Penis aufs Gesicht malen oder ein Schnurrbart. Nö, schade. Dan Schön, versteht mich nicht. Kann ich ihm... Nee, das ist ja Blödsinn. Da haben wir noch eine Tür. Ach, jetzt sehe ich erst, wo wir sind. Es ist nur hell geworden. Das hat mich total verwirrt. Ah. Und das Lagerhaus war hier hinten. Ach so, das Lager war hier hinten. Wir sind immer noch in Fitzrandors Villa. Das habe ich nicht so ganz realisiert bis eben. Das Labor dieser depressiven Nervensäge. Was machst du jetzt? Aha. Was ist das? Eine Kralle von El Chupacabras. Ich dachte, die wären echt. Komm her, Kralle. Puh, so klappt das nicht. Schwächling. Haben wir irgendwas? Gürtel? Nein? Vielleicht, ich hab gedacht, so als Tauseil oder so. Nö, mit dem Rest ist Blödsinn. Vielleicht später. Toby! Der gibt aber ziemlich oft den Geist auf. Na, du Kleines. Hey, Toby. Toby. Oh, süß. Braver Junge, guter Junge. Nein, heute gibt's kein Kaviar, du Vielfraß. Na komm, rein mit dir. Ich habe ihn nicht begrüßt, seit er Toby 2 war. Ist sein Gedächtnis vererbt? Vielleicht. Ich darf bestimmt nicht in die Villa, wie die Wachroboter mir wahrscheinlich gleich signalisieren werden. Die machen wohl nach der Party sauber. Jedenfalls lassen die Roboter keinen rein. Außerdem könnte Willy da sein und wenn er mich zum Essen oder Trinken einlädt, komme ich zu spät. Soll ich dann einfach abhauen zum Auto? Na gut. Wo soll ich denn? Falcon Spirit. Das ist mal eine richtig schnieke Karre. Ich laufe einfach weg, erschieß mich und zur Hölle mit den Eintrittskarten. Okay, wir laufen. Wohin soll ich jetzt? Zur Familie Allaire, nach Hause zu Mama. Zu Fanny Alexander irgendwo hin. Komm, geh mal nach Hause zu Mama. Da ist keiner. Um die Zeit serviert die gute alte Nancy Murray in Charlies Café das Frühstück. Schade. Ich hätte nichts dagegen, Queenie, die raketenmäßige Schwester der Irren, wiederzusehen. Aber die weiß bestimmt nichts. Und, naja, ich will die Familie nicht beunruhigen. Na gut. Nein, Schwedinnen machen mich immer verrückt. Also gut. Also nirgendwo hin. Toll, Dan. Wow. Wohin soll... Ach so, wir haben noch mehr. Dann mal zur Chefredaktion? Mit leeren Händen? Nein. Ich muss den Chef doch zum Explodieren bringen. Ja, dann zum Boxstudio? Hab Dirty Harvey, meinen ersten Trainer, ewig nicht gesehen. Aber nicht heute. Wir können uns ein andermal treffen und über die alten Zeiten im Ring quasseln. Er will nirgendwo hin. Sie ist frisch verwitwet. Auch ich habe Grundsätze. Also gut. Ja, also gut. Du willst also nirgendwo hin. Dann sollen wir also in der Villa bleiben. Schlussfolgere ich einfach mal daraus. So, ihn darf ich nicht wecken. Ach, hier, machen wir noch. Oh, ein Bootsteg. Ein Yacht, Mensch. Der Fitzrandolph hat Geld. Also der scheißt das, glaube ich, auch. Ah, wie ich da jetzt stehe, ne? So mit meinem Blick aufs Meer gerichtet. Wie ein alter Mann. Der über sein Leben sinniert. Schön. Willys Monsterfabrik. Was finden die Leute bloß daran? Filme halt, ne? Ich mag Filme auch ganz gern. Ich hasse Piratenfilme. Ist so. Arrrr. Ich bin übrigens, muss ich mal ganz kurz loswerden, ne? Viele von euch finden ja Fluch der Karibik wahrscheinlich voll toll. Ich hasse Fluch der Karibik. Ich finde die Filme furchtbar doof. So, es ist raus. Seil. Aufregend. Ja, oh. Ah. Puh, wenn ich mir große Mühe gebe. Ein dreifacher Schotsteg mit zwei doppelten Schlägen. Kannst du es nicht mitnehmen? Mit der bloßen Hand, du Genie. Ja, du sollst das Seil auch mitnehmen, du Arschloch. Heute keine Fahrten. Ah, die Fähre zum Studio rüber. Oh, wollen wir ins Studio? Komm, lass uns ins Studio. Ich will die ganzen Kuriositäten sehen, die ganzen komischen Monster, die Verrückten, die Abgefahrenen, die Wahnsinnigen, die... Zugesperrt. Ja. Hallo, ihr da drinnen! Jemand an Bord? Tja, wer will schon darauf? Ja, super. Da freue ich mich schon und dann wird das nichts.
hier nichts weiter Interessantes dann, nur ein Piratenschiff und... Piratenschiff, ne? Und sonst hätten wir hier gar nichts. Ein Zeppelin. Toll. In dem fliegt Willy zu Festivals und anderen Filmterminen. Was soll ich denn mit dem... Irgendwas muss ich mit dem Seil machen. Könnt ihr mir noch nichts erzählen? Na was? Blödsinn, was ich gerade versuche, ich weiß. Aber man muss ja alles mal probieren. Nee. Und die Schiefertafel sagt mir, dass heute keine Fahrten stattfinden. Kann ich die umgestalten? Das da? Nö. Das so braucht keine Farbe. Nee, ich wollte es umgestalten, so nach dem Motto, heute Fahrten. So, dass ich sagen kann, heute Fahrten steht da drauf. Bringt scheinbar nichts. Gott, hier können wir also auch nichts ausrichten. Toll. Hier haben wir dann noch das Lager. Da können wir halt wieder zurück. Aber hier war ja auch nichts weiter. Außer ich habe hier irgendwas übersehen. Ich habe halt hier den Ofen. Aber was bringt mir ein Ofen? Was will ich in den Ofen schmeißen? Den Gitarrenkasten? Das möchte ich nicht verbrennen. Warum denn nicht? Ja, nützt mir doch alles nichts. Und den möchte er nicht wecken. Er möchte ihn auch nicht strangulieren. So, und die Kralle kriegen die ab. So, und mit dem Auto will er nicht fahren. Baseballschläger. Ein treuer Freund. Nimm mit. Ich hebe ihn immer im Auto auf. Egal in welchem Auto. Ein Korkzieher. Manche Leute verlieren auf Partys aber auch alles. Es nimmt langsam, Wow, da ist ja der Seelensauger, dieser Sadofee mit dem Wahnsinnsvorbau. Ach ja, die war ja auf der Party, hatte Schluck auf, tanzte ganz alleine und... Was für ein Hundeleben. Ja, kann ich vielleicht jetzt mit dem Korkenzieher die Kralle entkorken? Und dann feststellen, ob es ein guter Jahrgang ist oder nicht. Nein, aber vielleicht kann ich die kaputt hauen. Warum nicht? Yeah! Yeah, Rock'n'Roll! Klingt zwar völlig unlogisch, aber wo ich gerade einen Schläger zur Hand habe... Ja, ich musste gerade mal einen Schluck trinken. So kann ich die Tür öffnen. Das Labor dieser Dip... Ja? Nix da. Letztes Mal, als mich der Blechkamerad erwischt hat, habe ich um Erlösung gebettelt. Verdammt. So, jetzt haben wir halt eine Kralle, ne? Das möchte ich nicht kaputt machen. Das möchte ich nicht kaputt machen. Das möchte... Das möchte... Das möchte... Ja, kapiert. Soll ich ihm seine Kralle vielleicht wieder anstecken? Warum hat er überhaupt Krallen, die abgehen? Er schuldet mir noch Geld. Aber ich foltere ihn nicht, um es zu kriegen. Ich würde ihn ja so gern aufwecken. Ich würde ja so gern mich mit ihm unterhalten. Ich bin schon voll der Sympath. Er hat keine Seele. Na gut, dann gehen wir nochmal zum Bootssteg. Jetzt haben wir ja eine Kralle. Und jetzt können wir uns... Keine Ahnung, warum ich es will, aber wenn man in meinem Viertel aufwächst, stellen sich solche Fragen nicht. So, nun habe ich ein Seil. Ja, es nimmt langsam Substanz an, Freunde der Sonne. Ich weiß nicht genau, was ich tue. Das zeugt übrigens nicht von logischem Rätseldesign, wenn ich Sachen aufsammle, Sachen kombiniere und ich letztendlich weiß... Also ich weiß schon, dass ich die Sachen einstecken will, aber ich weiß halt noch nicht, wozu ich sie gebrauchen kann. Ich weiß, ich habe noch gar keinen Anhaltspunkt, so. Gar keinen. Also null. Ich mache einfach mal und hoffe, das Beste. Das kann nicht schaden. So. Jetzt gehen wir nochmal ins Lager, aber da war ja gar nichts, ne? Ich meine, was soll ich denn mit dem Korkenzieher? Das möchte ich. Das Sofa... Was soll ich mit dem Aufsteller? Soll ich den fesseln oder was? Nee, ist ja Bullshit. Kralle. Kann ich nichts machen mit? Das möchte ich. Warum steht da Seelensauger? Nach all den Jahren auf... Welche Seele möchte ich denn saugen? Nee, das... Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht seine Seele rauben. Er hat keine Seele. Ja, das habe ich auch schon gemacht, denn. Will ich denn seine Seele rauben?
Ja, er hat eine Seele und die soll er behalten. Und damit kann ich nichts machen wieder. Komisch. Ich kann nicht in die Villa. Ich würde sehr gerne in die Villa gehen. Ich würde gerne ausführliche Gespräche mit allen möglichen Leuten führen. Kann ich jetzt vielleicht wegfahren? Vielleicht habe ich ja genug Anhaltspunkte jetzt. Man weiß es nicht. Wohin soll ich jetzt? Oh, so viel? Da habe ich nichts verloren. Wer interessiert sich schon für Filme? Ich. Klar, ich hau mich aufs... Nein, die Arme... Also... Ja, toll! Wohin? Alter, so viele Sachen, die ich hier auswählen kann? Nein, er ist bestimmt zu Hause. Und mir ist jetzt nicht nach Quatschen. Aber irgendwo will er doch hin. In eine Bar? Keine Chance. Erst wenn Michael Stone wieder auf dem Platz ist. Also gut. Also gut. Ich will nirgendwo hin. Wohin? Ach du Scheiße. Mit leeren Händen. Haben wir schon? Diese Woche darf er nicht öffnen. Hoffentlich zack. Die meide ich. Sie schenkt also. Also ich kann mit dem Auto nicht wegfahren. Mein Chef hat ihn mir geliehen. Er gehört seiner Frau. Ja. Kann sich nicht mal ein eigenes Auto leisten, unser guter Bursche hier. Ich habe gar keine Ahnung gerade, was ich, wieso und weshalb machen soll. Ich habe hier einen Bootssteg. Gelle. Zur Yacht komme ich nicht und da brauche ich auch 83.044 Kilometer, bis er endlich mal bei der Yacht ist. Boah. Vielleicht hat jemand das Schloss geknackt. Ha! Wer will schon darauf? Ist bestimmt noch... Ist noch zugesperrt. Selbst wenn ich wie durch ein Wunder ein Loch reinbekäme, würde der Kahn bloß sinken. Ach, mit dem Sa... Ah, warte mal. Nicht? Das wäre jetzt voll cool gewesen. Auch nicht? Anmalen? Das da? Nö. Das braucht... Doch, das braucht Farbe. Das sieht doch scheiße aus. Gegen Schmiedeeisen kommt die künstliche Kralle von El Chupacabras nicht an. Wenn ich das Ding festbinde... Ah, doch nicht. Ah, Enterhaken. Warum sollte ich das festbinden? Weil Enterhaken. Wenn ich das Ding fest... Warum? Warum? Wenn ich das... Das möchte ich nicht. Wenn ich das... Da gibt's keine... Scheiße. Ist bestimmt noch zugesperrt. Ja, aber sicher dat. Bin ein bisschen ratlos. Ihr merkt's wahrscheinlich. Heute kann... Ja, aber mit der Schiefertafel kann ich ja auch nichts machen. Irgendwas mit der Yacht. Es muss irgendwas mit der Yacht. Irgendwas. Aber was? Wir haben einen Korkenzieher, wir haben eine Kralle, wir haben ein Seil. Seil ist schon mal super. Wir haben hier nichts zum Festmachen. An der Schiefertafel macht keinen Sinn. Wir können wahrscheinlich nicht unser Seil so weit werfen, dass es da hinten irgendwelchen Nutzen bringen würde. Warte mal, komme ich doch noch woanders hin? Nee. Habe ich hier noch einen anderen Ort, den ich noch nicht betreten habe? Irgendwas. Kann ich vielleicht doch irgendwas mit ihm hier machen? Er schuldet mir noch Geld. Und ich darf ihn nicht mal foltern. Nee, das probieren wir auch nicht. Ja, das ist ja Blödsinn. Kann ich... Ich habe mit dem noch nicht geredet. Ich kann mit dem Roboter dann auch nicht reden. Ich wollte erst mit denen reden, aber ich kann ja gar nicht mit denen reden. Dabei wollte ich doch so gerne mit denen reden. Ach, ich hasse das, wenn ich nicht weiterkomme. Ich kann das überhaupt nicht leiden. M.K. Ja, da kann ich bestimmt... Oh, was soll das bringen? Jetzt hätte ich vielleicht doch mal die leichte Variante gerne gehabt. Dann hätte ich mich mir jetzt Rätselhilfe holen können. Ja, in Erfahrung bringen, was mit Liz geschah. Ich krieg da... Krieg ich nicht in Erfahrung. Ist irgendwas muss doch im Ofen gelandet sein, vielleicht? Scheint von einem... Ja, klar. Habe ich schon erwähnt. Ich kann an einem Aussteller keine Seele rauben. Warum nicht? Das möchte... Ich soll den ausmachen? Warum denn? Ja, warum denn nicht? Ist ja wohl die richtige Frage. Die angemessenere Frage. Die Frage, die du dir eventuell stellen solltest. Warum denn nicht?
Gitarrenkasten? Oh Gott. Das ist eine erstklassige Maxi-Bar, obwohl der Salzstreuer in Kaktusform schon witzig ist. Oh Gott, warum habe ich denn das Ding nicht mal aufgemacht? Warte, ich muss mal alles untersuchen. Alle. Bunt und lustig. Man sollte die Gegenstände also auch untersuchen, die man kriegt. Der gehört Liz. Mein halbes Gehalt drauf. Oh, was haben wir denn noch nicht? Was soll ich denn mit Salz und Zitrone jetzt? Gute Idee mit dem Kaktus. Ja, super Idee. Es ist ungefähr 3 Meter lang. Ach, Mann. Ich wusste nicht, dass El Chupacabras Attrappen trägt. Das wusste ich auch nicht. Im Kolben werden Seelen gesammelt. Er ist leer. Warte. Nee. Was für Seelen? Wo krieg ich denn Seelen her? Ein treuer Freund. Aber du schlägst doch nicht irgendwelche armen, unbescholtenen Bürger zusammen mit diesem Baseballschläger. Das würde sich nicht gehören. Ich hoffe, du spielst damit nur Baseball. Das mache ich jetzt mit Salz und Zitrone. Das muss jetzt einfach mal sein. Try and error. Das möchte ich nicht. Das möchte... So, einfach alles mit allem benutzen. Ha! Das hilft manchmal. Hier, kann ich jetzt vielleicht hier wegwischen? Das habe ich nicht gehört. Nur Frauen wissen, dass Zitrone gegen Flecken hilft. Ich habe einen Macho-Ruf zu verlieren. Ja, du bist ein ganz schöner Macho. Aber es macht nichts. Man soll ja auch Kartoffeln ausschneiden. Das hilft ja auch gegen Flecken. Oder nicht? Was mache ich jetzt mit Zitrone? Salz und Zitrone. Er frisst nur Kaviar. Die sind auch voll knuffig, die Dingerbumser da hier. Ach, soll ich jetzt vielleicht das Schild wegwischen da? Aber warum? Nee. Toll, jetzt habe ich Salz und Zitrone. Aber ich kann mit Salz und Zitrone nichts anfangen. Geht's hier irgendwie runter noch irgendwo hin? Ne, hier geht's doch direkt zur Villa. Er will ja auch nirgendwo hinfahren. Das irritiert mich halt auch total. Er kann doch mal wohin fahren. Er kann doch mal woanders sich vielleicht umsehen. Wohin soll ich? So. Das riskiere ich nicht noch. Also. Nirgendwo hin will er. Wohin? Unmöglich. Habt ihr... Aber... Ich hätte... Und also... Also gut. Ich will nirgendwo hin. Dann würde ich sagen, die Aufnahme ist an dieser Stelle dann zu Ende. Ich weiß nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Vielleicht eine Stunde. Fast eine Stunde. Das lässt mir gerade keine Ruhe. Drum sage ich fröhlich Schubidu. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich weiß der Arkus dann ein bisschen mehr. Ich werde es jetzt schon mal ankündigen. Ich werde mir ja wahrscheinlich ein bisschen was angucken, damit das nächste Mal das nicht wieder hier im munteren Durchgerate endet. Weil das hat ja nicht allzu viel Sinn. 6 Jahre alt und sitzt perfekt. Was will ich mit was Modischem? Da hast du vollkommen recht. Ich finde ihn auch totschick. Salz und Zitrone. Salz und Zitrone. Ich überlege gerade noch. Salz und Zitrone. Seelensauger. Ich darf ja nirgendwo eine Seele rauben. Ja, Freunde. Also irgendwie möchte ich da jetzt auch gerade nicht aufgeben. Das ist doch nicht zu fassen. Hier ist nirgendwo ein Anhaltspunkt. Brav. Hey, Top. Ja, ich kann ihn rauslocken und ein bisschen streicheln, ein bisschen verhätscheln. Ja, ich weiß. Na komm, rein mit dir. Aber davon habe ich nichts, wenn ich ihn, wenn ich ihn da... Oder soll er mal schnuppern, vielleicht am Gürtel? Hey, Tobi! Ha! Hey, Kumpel, jetzt gibt's was zu tun. Haha, es geht weiter. Ich spiel doch noch weiter. Spürhund, natürlich, hätte ich ja drauf kommen können. Süß. Eigentlich nicht, aber... Aber Junge, ganz brav. Da geht es ja weit runter. Hey, du Irre! Soll ich dich da rausholen? Mist. Wenn sie da ist, muss ich sie befreien. Ja, jetzt habe ich ja wahrscheinlich schon alles.
Jetzt habe ich ein Seil. Hält das, wenn ich es befestige? Probier es aus, mein Freund. Probier es aus. Oh, wagehalsig, wagemutig. Ein echter Held. Hm? Was ist hier los? Das nehme ich auf. Lass uns Albert da drin verstecken. Im Sarkophag? Genau. So gewinnen wir Zeit. Verschwinden wir sonst. Das sollten Sie lieber lassen. Ihre Unsichtbarkeitstricks sind gegen mich wirkungslos, immaterieller Mann. Sie und die schöne Miss Allaire werden von meinen Bediensteten zu ihren neuen Zimmern begleitet. Ich begleite mich allein. Chloroform. Halten Sie sich etwa für besser als ein... Ah.